Ja, servus und grüß euch. Auf meinem Kanal, der Bienenbastler. Ende Februar, die Damen nutzen schon wieder das warme Wetter. Es ist echt ein Traum. Ich habe was Neues vor, ich habe ein neues Projekt, oder möchte ein neues Projekt starten. Ich schiebe das schon eine Zeit vor mich her. Wer damals das Video angeschaut hat, wo mich Jupp überraschend besucht hat, der kann jetzt auf Pause drücken und gleich unten in die Kommentare schreiben, was ich vorhab oder was ich eigentlich geplant habe. Und nutzen wir das Intro, schauen wir, wer es gleich mal vorher schon weiß. Und nach dem Intro, das ist natürlich, oder verrate ich es euch natürlich, um was für Vorhaben es hier ja, gehen soll. Die neue Saison steht vor der Tür und ich habe bis jetzt immer ja, am Standort hier immer ein bisschen mit Platzmangel zu kämpfen. Ich habe auf dem Gelände noch andere Punkte, wo ich die Bienen stehen habe, aber das sagt man nicht so zu. Ich möchte gerne einen zentralen Punkt haben, damit ich nicht ja, überall da ein bisschen Werkzeug ist jetzt nicht dramatisch, aber ich möchte gerne eine lange Linie haben. Und was heißt das konkret? Ich möchte hier ein XXL oder XXXL Freiständer hinbauen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, da ich erstmal seitlich die alte oder den alten Schuppen zur Hälfte, sag ich mal, ja, abreißen muss, möchte. Und dann von oben her den Freistand bauen. Also von oben her möchte ich loslegen und dann irgendwann nach unten weiterbauen. Also das, ich habe es mir so vorgestellt, dass ich quasi zuerst die Hälfte vom Freistand baue, mit der Möglichkeit, dass ich dann auf diese Seite, wo die Bienen eh schon stehen, dann eben verlängert. Jetzt können wir uns mal den Schuppen anschauen. Ich habe ihn schon ein bisschen ausgeräumt, aber es ist noch einiges zu tun. Aber schaut selber. Der Holzschuppen wurde früher, ja, wie es der Name schon sagt, als Lagerraum für Brennholz, für Brennmaterial benötigt. Und somit die linke Seite von mir aus gesehen als Unterstellmöglichkeiten für so kleinere Anhänger. Das Ganze nutze ich jetzt schon länger nicht mehr und ja, dadurch wurde eher zugemüllt. Alles, was man nicht braucht, ja, mal schnell reinstellen. Macht es natürlich dann auch nicht besser und das Ganze ist jetzt schon ein bisschen morsch geworden und an manchen Punkten ist es schon eher ein bisschen gefährlicher, wenn man da drunter steht. Und mit dem ersten Schritt habe ich jetzt halt angefangen, das Ganze auszuräumen. Es ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich hoffe, im März ist dann der ganze Schuppen leer. Und als nächster Schritt wäre dann die Hälfte von dem Schuppen, also von mir aus gesehen, die linke Seite nach hinten komplett wegzureißen, komplett zu entfernen und anschließend mit dem Bau vom Freiständer zu beginnen. Und ich möchte hier starten und mit der Möglichkeit eben weiter zu bauen, wo eben die Bienen schon stehen. Ich werde wahrscheinlich etwas nach vorne gehen, dass wenn ich weiter nach links baue, die Bienen dann direkt auf den Freiständer, wie gesagt, den nächsten Tag draufsetzen kann. Wenn jetzt der eine oder andere von euch schon mal einen Freiständer gebaut hat und sagt, er hat da unbedingt was, was er mir zeigen möchte, was er sich eingebaut hat, ob es jetzt ein Kran ist, Hebehilfe, wie auch immer, schickt es mir gern ein Bild auf meine E-Mail-Adresse derbienenbastler@gmx.de. Ich bin um ja, jeden Tipp dankbar und ich freue mich jetzt schon auf das Projekt. Ich hoffe, ich schaffe es zeitlich. Vorgehabt hätte ich schon öfters. Aber wie es halt dann immer so ist, dann ist wieder die Saison rum und
Einen Freiständer haben wir immer noch nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es das Jahr hinkriegen. Zumindest, also das heißt, den ganzen Freiständer brauche ich noch nicht, aber ich möchte gern hier schon mal die Hälfte ja, fertig bekommen. Und das müsste eigentlich zu schaffen sein. Das Schlimme, also nicht, das Schlimme ist nicht eigentlich der Freiständer, das Schlimme ist jetzt, dass ich das Ganze noch ja, abbauen muss und fachgerecht entsorgen. Anschließend den Boden planieren. Und dann soll es auch schon losgehen mit dem XXL Freiständer. Natürlich nehme ich euch damit, jeden Bauabschnitt zeige ich euch. Ganz wichtig, es kommt auf jeden Fall ein kleiner, ja, kleiner Kran rein als Hebehilfe. Man wird ja nicht jünger. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Muss ich mir ein bisschen was mit den Schienensystemen noch ausdenken. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin irgendwie. Aber wenn ihr Ideen habt oder schon selber was gebaut habt, schickt mir gerne ein Bild. Wäre ich echt dankbar. Aus einem anderen Projekt ist mir dieser Kran übergeblieben und den möchte ich gern dann über den Balken verbauen. Werden wir ein Schienensystem darüber verbauen, damit ich das Ganze auch rechts und links verschieben kann. Vielleicht müssen wir mal schauen, vielleicht auch noch hinten. Schauen wir mal, ob wir es brauchen, ob wir es ja, vom Platz her auch hinkriegen. Aber der Motor, der soll auf alle Fälle eingesetzt werden, damit zukünftig ja, die Honigzagen durch den Kran gehoben werden. Da muss ich mir dann zwar noch irgendein Klammersystem bauen, die dann auch die Beute greift und eben schön hochzieht. Wie gesagt, ich bin froh, wenn sie mir Tipps oder auch Bilder schickt. Freue ich mich drauf. Vielleicht irgendwelche Geschichten, was ihr schon eingebaut habt, würde mich echt interessieren. Ich hoffe, ich komme dann die nächsten Tage gleich dazu, dass ich weiter ausräume. Werde das Ganze natürlich auch ein bisschen mitfilmen und schauen wir, ob wir dann 2022 zumindest einen halben XXXL Freiständer hinbekommen. Ja, die Sonne geht schon langsam unter. Die letzten Flugbienen kommen nach Hause. Teilweise die richtig schönen Pollenhöschen schon. Jetzt darf die Saison schon langsam starten, darf sie losgehen. Ich freue mich schon. Wer das Ganze natürlich nicht weiter verpassen möchte, dass da hinten, wo ist er da hinten, beziehungsweise auf der Seite, der Freiständer wächst und gedeiht, der muss natürlich ein Abo da lassen und am besten gleich noch die Glocke aktivieren. Das soll es von meiner Seite gewesen sein für heute. Ich sage Dankeschön fürs Vorbeischauen. Ich werde jetzt die letzten Bienen noch beim Heimkommen beobachten. Sozusagen ein kleines Bienen-TV. In dem Sinne, bitte euch und anders mal.